Wir haben noch einen weiteren interessanten Referenten vor der Mittagspause. Wir sind auch in der Zeit in der Überschrift Ackerland in Bürgerhand. Ich räume jetzt meinen Platz. Ich wollte nur noch eins sagen. Ich kenne noch den Slogan Junkerhand in Bauernhand. Der ist ein wenig älter, aber ich glaube, Sie auch sagen uns jetzt, was Sie genau damit meinen. Bitte schön. Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Auch wenn wir hier im Kreise von Menschen sind, die ja eine sehr enge Bindung an die Genossenschaften haben, würde ich trotzdem gerne mit einem kleinen Art Werbeblock beginnen. Und zwar für die Genossenschaften. Also 2013, 2014, als wir uns mit der Gründung der Bio-Wohngenossenschaft beschäftigt haben und wir, dazu muss ich sagen, mein Horizont ist, ich habe 30 Jahre in verschiedenen Banken gearbeitet, davon 22 Jahre bei der GLS Bank in Bochum. Und aus dem Zusammenhang raus kam die Frage, okay, wir haben hier eine neue Herausforderung. Wir wollen ein gesellschaftliches Thema positionieren. Als Bank war man gewohnt, die Boomphase der Investmentfonds, der Aktiengründungen. Kann man in der Zeit noch mal eine Genossenschaft machen? Ist die Genossenschaft nicht eigentlich veraltet? Können wir das machen, noch mal Menschen zu begeistern? Und ich muss sagen, unsere Entscheidung war komplett richtig gewesen. Also von dem gesamten etwas teilweise auch was eben angesprochen worden ist, verstaubten Image und der Genossenschaften kann ich gar nichts bestätigen. Wir haben eine Top-Beratung gehabt. Es war damals der Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband in Münster und Düsseldorf. Das hat super geklappt innerhalb kürzester Zeit. Und ich habe Erfahrungen mit vielen anderen Rechtsformen. Ich bin heute auch noch Geschäftsführer von 15 weiteren Gesellschaften und kann deswegen so ein bisschen abschätzen, wie geht das auch mit anderen in anderen Rechtsformen mit der Gründung. Es war so einfach, so schnell. Die Unterstützung war wirklich toll. Auch die Argumente, ja, Genossenschaft ist auch in der Verwaltung aufwendig und sie ist teuer, stimmt im Verhältnis zu dem, was ich an Erfahrung gemacht habe, gar nicht. Unsere Entscheidung war komplett richtig gewesen, dass wir das gemacht haben. Und das kann man auch sehen. Wir wurden gegründet am 29.04.2015. Also gestern vor 6 Jahren. Und wenn Sie sich unsere Mitgliederentwicklung anschauen, wir haben es geschafft, innerhalb dieser kurzen Zeit über 5.000 Menschen zu begeistern, Mitglied zu werden. Und das geht nicht, wenn Sie eine Form wählen, die kompliziert ist, die aufwendig ist, die wenig verständlich ist. Und das kann man sogar noch sehen in der nächsten Stufe. Was haben diese Menschen gemacht? Bei uns muss man bei einem Anteil 1.000 Euro Einlage zahlen. Und diese Menschen haben uns inzwischen seit 41 Millionen Euro Genossenschaftskapital innerhalb dieser nicht einmal 6 Jahre zur Verfügung gestellt. Also ich bin dankbar und auch demütig dafür, was uns diese Menschen alles ermöglicht haben, was ich gleich erzählen werde, was wir genau machen. Aber es ist mir wichtig, da mal darauf hinzuweisen, dass man auch jetzt immer noch mit Genossenschaften super viel bewegen kann. Und zwar dann, wenn ich die Form wähle, passend zu dem Zweck, den ich habe. Und nicht einfach nur gucke, mit welcher Rechtsform kann ich irgendwie praktischerweise hantieren, sondern die Genossenschaft ist für mich ein ganz wesentlicher Baustein. Und diese Genossenschaftsmitglieder, die wir begeistert haben, sich für ein soziales, ökologisches Thema zu engagieren, ohne dass wir einen persönlichen Mehrwert in Form von Dividende oder irgendwas anderes in Aussicht gestellt haben, dass die das trotzdem gemacht haben, sich dafür begeistert haben. Und die haben uns ermöglicht, dass wir innerhalb von 3 Jahren auch unsere Verlustphase in der Gründungsphase verlassen haben und jetzt innerhalb so kurzer Zeit schon zeigen können,
dass das Modell auch funktioniert, das, was wir uns ausgedacht haben. Und vor welcher Frage stehen wir denn? Das ist doch das Bild, was die meisten Menschen im Kopf haben, wenn sie über Landwirtschaft und über Lebensmittel denken, sprechen. Im Laden steht eine Vielfalt von Produkten, das duftet, das schmeckt, das ist einfach toll, was es da gibt. Ich gehe raus in die Landschaft und wie diese Gärtnerin in einem bunten Feld stehend, wo es summt und sich lebendig bewegt mit allen Insekten, bunte Welten da sind. Tiere, die sich wohlfühlen, Tiere, die wir respektvoll halten und uns um sie kümmern. Doch was ist eigentlich die Realität? Wir gehen in den Laden, viele wissen nicht mehr, wo unsere Produkte herkommen. Viele kennen gar nicht mehr die Produktionswege. Sie wissen teilweise gar nicht mehr, in vielen Regionen gehen sie spazieren und sehen gar nicht mehr, dass Tiere draußen auf der Weide sind. Die sind alle nur noch im Stall, die sieht man gar nicht mehr. Aber eigentlich ist das Bild, und das ist das auch, was uns die Werbung suggeriert, ein ganz anderes. Dieses Bunte, aber draußen sehen wir keine Tiere, die Tiere in den Ställen, relativ eintönige Wiesenlandschaften, Ackerlandschaften, und wir sehen weniger die Manufaktur, sondern die Großproduktion, die industrielle Produktion von Lebensmitteln. Und ich komme jetzt aus dem Bereich der Nachhaltigkeit, und da ist es natürlich noch ein größeres Thema, wenn man sich die Entwicklung der Biobranche anguckt, der ganzen Biomärkte, dann haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen sehr stetigen Aufschwung erlebt. Doch dieser Aufschwung ist im Wesentlichen getragen durch Importe. Also insgesamt ist es so, dass mehr als 50% der Lebensmittel in Deutschland importiert werden. Aber die Menschen erwarten eigentlich was anderes. Und uns war es ganz wichtig zu sagen, wir müssen zwei neue Wege gehen. Wir müssen erstens dafür Sorge tragen, dass die Menschen wieder einen Bezug zur Landwirtschaft, zur Bezug zur Ernährung, zur Produktion ihrer Lebensmittel bekommen. Und zweitens, wir dürfen den Landwirt nicht alleine lassen und sagen, der Landwirt soll es richten. Das wird er nicht können, das ist eine zu große Last, die wir ihm auf die Schulter legen. Und der Landwirt steht heute vor existenziellen Fragen. Wir haben eben gehört über die Wohnsituation. Wir brauchen Wohngebiete. Wir brauchen auch neuen Wohnraum. Aber gleichzeitig verlieren wir tagtäglich Quadratmeter um Quadratmeter für Bauland. Und niemand fragt danach, was bebaut wird. Welche Bodenqualität wird denn eigentlich bebaut? Wird der Sandboden, wo ich wenig anbauen kann, oder ist ein bisschen Unland, oder wird der beste Ackerboden gebaut? Diese Frage stellen wir uns sehr wenig, und der Landwirt verliert sehr viel Fläche. Wir produzieren inzwischen Energie aus Pflanzen. Das hat auch seine Berechtigung, aber auch da erleben wir die Verdrängung der Lebensmittelproduktion gegen die Energiegewinnung. Und die Landwirte können dem nicht gegenhalten, sondern sie verlieren einfach wirklich landwirtschaftliche Fläche. Und Sie müssen sich vorstellen, wir haben in Deutschland weiterhin die Situation, dass die Landwirte 60 Hektar pro Tag für die landwirtschaftliche Produktion verlieren, weil wir sie für die Energiegewinnung oder sonstige Zwecke unserer Lebenshaltung dieses Land einsetzen. Aber vor noch größeren Herausforderungen stehen die Landwirte eigentlich an einer anderen Stelle, und zwar der demografischen Entwicklung. Generationswechsel. Bleiben Sie noch da. Die starken Geburtsjahrgänge, also von Ende der 50er Jahre bis Ende der 60er Jahre, die gehen jetzt in Kürze in Rente oder haben bereits begonnen, in Rente zu gehen. Und das wird uns laut Statistik die nächsten 10 Jahre begleiten. Und ins Berufsleben steigen aber die
jungen Menschen ein, die aus den geburtenschwachen Jahrgängen stammen. Das ist ein komischer Begriff, aber es sind einfach rein zahlenmäßig deutlich weniger Menschen, die ins Berufsleben eingehen. Und da gibt es Statistiken, die erwarten, dass wir in den nächsten 15 Jahren mehr als die Hälfte unserer Landwirtschaftsbetriebe verlieren. Ich glaube nicht, dass es ganz so dramatisch wird, aber wir werden sehr, sehr viele landwirtschaftliche Betriebe verlieren, weil es einfach keine Nachfolger gibt. Und das kommt jetzt alles gleichzeitig. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Landeigentümer ist. Wer hat von Ihnen denn schon mal Land geerbt von der Oma? Also ich habe auch Land geerbt, ein paar Hektar in dem Dorf im Saarland, wo ich herkomme. Da gibt es auch einen Generationswechsel. 60% des Landes in Deutschland gehört irgendjemandem, aber nicht den Landwirten. Das heißt, die stehen immer vor der Frage, kann ich diese Fläche langfristiger bewirtschaften? Und da gibt es einen großen Generationswechsel, Erbengeneration, und plötzlich wird dann Land verkauft. Und der Landwirt steht vor dieser Herausforderung, kann ich es kaufen oder verliere ich es, weil ich es nicht mehr bewirtschaften kann? Und das war der Grund, warum unsere Genossenschaft gegründet worden ist. Mit der Frage, erstens, die Erbengemeinschaft verkauft Land. Ich kann mir es im Augenblick nicht leisten, habe kein Geld auf dem Konto, die Bank gibt mir auch keins, habe gerade in den Schlepper investiert. Ich will aber das Land nicht verlieren, wir brauchen eine neue Form. Und das Zweite ist, der Landwirt hat in der Familie keinen Nachfolger, sondern er übergibt seinen Hof an jemand Neues, aber er sagt, ich kann ihn nicht verschenken, ich brauche eine Altersvorsorge, ich habe noch ein paar Restschulden zu klären, wie kann ich das lösen? Und die jungen Menschen stehen da vor der Tür und sagen, okay, ich habe was gelernt, ich habe Erfahrungen gesammelt, aber ich habe vielleicht 5.000 Euro in der Tasche, damit kann ich keinen Hof übernehmen. Wie kann man das eigentlich gestalten, dass diese Höfe nicht untergehen, sondern fortgeführt werden können? Mit dieser Frage sind Landwirte gekommen und haben gesagt, wir brauchen eine neue Form. Und diese neue Form war die Biobodengenossenschaft, die wir 2015 gegründet haben, mit der Intention, wir müssen die Menschen, die Lebensmittel kaufen, wieder an die Landwirtschaft ranführen, auch wenn sie örtlich weit weg von der Landwirtschaft, von den einzelnen Betrieben wohnen. Also das typische Beispiel, der Städter kauft seine Bio-Lebensmittel im Handel, ist weit weg. Er könnte sich aber vielleicht noch etwas weiter engagieren. Und daraus ist eigentlich die Aufgabe entstanden, als allererstes Landsicherung, die rechtliche und wirtschaftliche Landsicherung für Landwirte bundesweit, sodass die Landwirte ihre Arbeit weitermachen können. Und in der Folge sind wir dann plötzlich konfrontiert worden mit der Nachfolgebegleitung, mit Bildungsfragen, weil einfach so viele Menschen gar nicht mehr wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, und auch mit dem großen Thema Naturschutz, Umweltschutz in der Landwirtschaft. Aber diese Aufgabe war uns klar, die können wir gar nicht alleine leisten, sondern wir müssen wieder die ins Boot holen, die da einen wesentlichen Anteil dran haben. Das war für uns, von unserer Herkunft her, ganz klar der Fachhandel für den Naturschutz. Darf ich ein Wasser haben? Und wir haben diese Unternehmen angesprochen und haben gesagt, es geht jetzt nicht mehr nur um die Ausweitung des Marktanteils, danke, sondern wir müssen die Menschen wieder ranholen an die Landwirtschaft. Die sind bei euch im Laden, die kaufen ein, die müssen wir wieder begeistern. Und wir müssen eine Form haben, die ihr am Point of Sale einfach erzählen könnt. Und die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft ist etwas ganz Einfaches. Das ist kein Finanzprodukt, was ich kompliziert erklären muss. Ich muss keinen 100-seitigen Prospekt durchlesen, sondern das kann ich erzählen, das kann ich auch im Laden erzählen. Und ich glaube, das war auch ein wesentlicher Punkt unseres bisherigen Erfolges, dass wir es geschafft haben, solche Unternehmen ins Boot zu holen, dass die das gemeinsam mit uns kommunizieren und mit uns gemeinsam diesen Weg gehen, den Kunden aus dem Laden zu begeistern, sich für jemand anderes, und zwar für den Landwirt, der ihm die Produkte herstellt, zu engagieren.
Und daraus ist entstanden, dass wir in dieser Zeit bundesweit 71 Partnerhöfe haben, für die wir Land kaufen konnten oder einzelne Flächen sichern konnten. Das sind alles Biobetriebe, die eine besondere Zertifizierung haben, ob das nun Demeter, Bioland, Naturland, Biopark oder sonst was ist. Und wir haben erfreulicherweise es geschafft, dass wir bei 11 Betrieben das Land vollständig im Eigentum des Landwirts oder von uns ist. Warum ist das eigentlich so wichtig? Wir reden über Umweltschutz, wir reden über Naturschutz, wir reden über Biodiversität in der Landschaft. Aber die wenigsten Landeigentümer akzeptieren, dass dort eine Hecke auf ihrem Grundstück gepflanzt wird. Der Landwirt wird es gerne machen, aber der Landeigentümer sagt nein. Und wenn wir Höfe vollständig im Eigentum haben, dann können wir mit der Landschaftsgestaltung beginnen und auch mit einer Umwandlung der Landschaft wieder in Richtung mehr Biodiversität. Und deswegen ist es ein großes Anliegen von uns auch, dafür zu sorgen, dass diese Möglichkeiten den Landwirten bleibt oder überhaupt erst möglich wird. Es braucht nicht nur Förderung, sondern wir müssen eigentlich den Weg gehen, dass wir das rechtlich überhaupt schaffen, dass wir uns mehr für die Biodiversität auch wirklich dauerhaft engagieren können. Und diese Mitglieder sind, diese Partnerhöfe sind so verteilt in Deutschland. Inzwischen gibt es noch ein bisschen mehr als die auf dieser Karte dargestellt. Könnte man ja denken, warum ist das denn eigentlich so? Das werden wir auch immer wieder gefragt. Warum ist denn da unten so ein großer weißer Fleck in Bayern? Wir suchen nicht, sondern wir werden gefragt. Wir werden von Landwirten gefragt, die eine Herausforderung haben. Und da machen wir auch in einem kleinen Umfang eine Beratung. Und unsere Erfahrung zeigt, wenn wir Landwirten helfen oder sie sich helfen lassen, dass sie doch eine Fläche selber kaufen können, in 25% der Anfragefälle mit einer kleinen Beratung von uns können die es dann anschließend selber machen und brauchen uns gar nicht. Also insoweit ist das jetzt keine Portfoliostrategie. Wir wollen an bestimmten Standorten, in bestimmten Formen, in bestimmten Varianten unterwegs sein, sondern wir sind vom der 1,5 Hektar großen Weinbaubetrieb im Rheingraben über eine Solawi, über Gärtnereien, über Milchviehbetriebe in der gesamten Palette aller Strukturen in der Landwirtschaft unterwegs, so wie die Menschen uns fragen, dass sie Lösungen suchen. Und die Menschen, die wir begeistern konnten, dass sie uns Kapital geben, da war natürlich auch die große Frage gewesen, wie kommt man denn dazu, dass die sich wirklich vielleicht auch nicht nur mit einem Anteil engagieren. Wenn sie die weltweite Agrarfläche durch die Weltbevölkerung teilen, dann steht theoretisch im Durchschnitt jedem Menschen 2000 Quadratmeter für seine Ernährung zur Verfügung, nicht mehr. In Mitteleuropa brauchen wir für unseren Ernährungsstil eher zwischen 6.000 und 10.000 Quadratmeter, je nachdem, was man da so dazu rechnet. Und deswegen war unsere Story gewesen, engagier dich doch dafür, deine 2.000 Quadratmeter einem Landwirt zur Verfügung zu stellen. Bei den damaligen, als wir gestartet sind, Landpreisen waren das 3 Genossenschaftsanteile, die dafür notwendig waren. Und erfreulich, und das sehen Sie hier, die Menschen haben nicht 3 Anteile à 3.000 Euro gezeichnet, sondern die Mehrheit zeichnet fast 8.000 Euro im Durchschnitt. Und das, obwohl wir ihnen keinen finanziellen Ertrag versprechen, sondern wir versprechen ihnen einen sozialen und ökologischen Ertrag. Und damit langfristig natürlich auch die Produkte, die bei ihnen im Laden zu finden sind. Und ich würde gerne noch auf 2 Besonderheiten eingehen. Eine davon ist, wir haben ganz schnell immer wieder den Konflikt bemerkt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Da gibt es große Vorbehalte von beiden Seiten. Und wir haben uns zum Auftrag gemacht, bei dem Hof, den wir selber bewirtschaften, zu zeigen, das geht zusammen. Also, wir haben uns mit einer Selbstverpflichtung, mit Partnern zusammen verpflichtet,
noch höhere Auflagen als die Biobewirtschaftung zugunsten Naturschutzes für mehr als die Hälfte der gesamten Betriebsfläche zu, einzuhalten, um damit zu zeigen, wenn man partnerschaftlich damit umgeht, kann Landwirtschaft und Naturschutz gemeinsam mehr erreichen. Der Ton an? Versteht man mich? Ja. Ein anderer Weg ist, dass wir den im Bildungsbereich vor allen Dingen draufsetzen, Unternehmen dazu zu bringen, mit ihren Mitarbeitern auf unsere Höfe zu kommen und wir ihnen zeigen können, wo kommen die Lebensmittel her? Wie werden Lebensmittel produziert? Also eher im Bereich der Erwachsenenbildung und da gezielt auf Unternehmen zugehend, weil wir glauben, man muss deutlich mehr für das Wissen der Menschen machen. Und das Dritte ist, wenn man in den ländlichen Raum kommt, dann hört man ja oftmals, dass, kann man auch in den Medien lesen, eine sich auszehrende Landschaft, Menschen ziehen in die Stadt, im Augenblick, seit Corona ist es wieder ein bisschen anders. Und wir haben, da wo auch unser Sitz ist, in Mecklenburg-Vorpommern, kurz vor den Toren Stettins oder kurz vor der Ostsee, kurz vor Usedom, könnte man auch sagen, einen Landwirtschaftsbetrieb übernommen mit 2 Mitarbeitern dort vor Ort und haben gesagt, wir zeigen jetzt hier, dass man auch Landentwicklung, dass man Regionalentwicklung betreiben kann und dass wir auch zeigen können, die Menschen kommen wieder dahin. Das war sehr erfreulich, dass 2019 der Bundespräsident sogar vorbeigekommen ist, um sich das anzusehen. Denn wir haben es geschafft, mit unserer Politik dort in einem Dorf von 650 Einwohnern inzwischen mit auch den Start-ups, den weiteren, die wir dort angesiedelt haben, über 50 Arbeitsplätze zu schaffen. Alle im Bereich der Lebensmittelwirtschaft, der Lebensmittelproduktion. Und wir haben gezeigt, dass wir dort auch Menschen begeistern können, in den ländlichen Raum zu kommen. Das nächste wird jetzt sein, wir müssen uns jetzt auch noch engagieren im Kindergartenbereich, weil es gar nicht genügend Kindergartenplätze gibt für alle, die da hinkommen wollen. Ein nächster Schritt, den wir da machen. Und neben dem, dass wir uns für die Menschen engagieren, dass wir uns für die Landwirte engagieren, weil die unsere Herausforderungen, die ihre Herausforderungen selber nicht bewältigen können, müssen wir natürlich auch irgendwann drüber nachdenken, wie kriegen wir auch dauerhaft den Bezug unserer Mitglieder gehalten? Das geht eine Zeit lang, das haben wir gemerkt, mit Geschichten erzählen, mit den Menschen auf die Höfe holen, die Menschen begeistern, immer wieder auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen Geschichten zu erzählen. Doch wir haben deutlich gemerkt, die Menschen wollen mehr Nähe zu den Produkten. Und insoweit wird es jetzt in Kürze, und Sie sind jetzt die Ersten, weil das wird wahrscheinlich nächste Woche online gehen, für unsere Mitglieder, die erste Seite unseres neuen Hofladen-Shops sehen werden, also für die Mitglieder. Wir machen einen großen Hofladen. Die Mitglieder sollen sich ausdenken, sich fühlen, als ob sie bei dem einzelnen Hof wären, durch den Hofladen gehen, die Produkte sehen. Aber weil sie nicht dort sind, machen sie es online und können das online bestellen und kriegen dadurch die Produkte, die sie ermöglicht haben durch ihre Mitgliedschaft, die dadurch auf diesen Höfen entstanden sind. Und es gibt in Südkorea eine Genossenschaft, die über 50.000 Betriebe hat, mit die assoziiert sind und 500.000 Mitglieder in ihrem Verbund hat und die mit Lebensmitteln versorgt werden. Davon sind wir mit unseren 5.000 und unserem kleinen Online-Hofladen noch weit entfernt. Aber wir erleben es ganz stark, dass immer mehr Menschen diese Nähe suchen, sich engagieren wollen und erfreulicherweise, auch wenn das noch ein ganz, ganz kleines Feld ist, vorhin wurde im Wesentlichen von Wohnungsgenossenschaften und Energiegenossenschaften gesprochen,
Es beginnt langsam so ein Pflänzchen zu wachsen, dass der ein oder andere darüber nachdenkt, doch wieder die Genossenschaft auch als Modell zu nutzen, um den einzelnen Landwirtschaftsbetrieb zu führen, um Menschen zu integrieren, weg aus der klassischen Crowdfinanzierung, die wir in den letzten Jahren internetbasiert erlebt haben, wirklich wieder die Menschen näher ranzufinden. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir davon in den nächsten 10 Jahren noch eine ganze Menge erleben werden. Nicht so viele, sodass die Lücke geschlossen werden kann von, das waren glaube ich eben 7.000 bis 30.000, das werden wir nicht ganz schaffen. Aber ich glaube, dass da auch im landwirtschaftlichen Bereich ein ganz, ganz großer Teil kommen wird. Das war so ein bisschen ein Einblick, mit welcher Frage wir unterwegs sind, wie wir das machen und dass man auch heute es schaffen kann, Menschen weiterhin mit Inhalten zu begeistern. Und da ist aus meiner Sicht die Genossenschaft wirklich die prädestinierte Rechtsform, weil hier der Zweck an der ersten Stelle steht und der Zweck steht sogar in Paragraph 1 der Satzung drin. Das gibt es bei keiner anderen Rechtsform. Also von daher können wir uns nur wünschen, wenn noch viel mehr Menschen diesen Weg der Genossenschaften gehen würden. Und damit würde ich wieder übergeben. Vielen Dank.